Das wollte ich dir erzählen, Dad. Ich hab's geschafft. Ich mach die Fahrprüfung nachher. Ich weiß, was du sagen willst, aber ich krieg den Schein. Und mach dir um mich keine Sorgen. Du weißt, ich hab dir immer gehorcht. Aber die ganze Zeit über, in der Schule. Und dann auch nachher in Brisbane als Kindergärtnerin. Die ganze Zeit über habe ich davon geträumt, mit dir fahren zu dürfen. Du hast immer gesagt, ich wäre zu zart, um zu arbeiten. Aber ich kann verdammt hart schuften, Dad. Und jetzt werde ich deinen Truck fahren. Und ich verspreche dir, du wirst stolz auf mich sein. Dad, ich möchte ein Trucker werden, wie du einer warst. Du warst immer der Beste von allen. They told me he was no good, right from the start. That a woman in love won't listen to her friends. She listens to her feelings, she listens to her heart, and she's heading for a heartbreak. Once again, he's gonna break her heart. Neugeborene Babys sind doch immer so verschrumpelt wie rohes Hackfleisch, so als ob sie frisch vom Metzger kämen. Aber mein kleiner David ist ganz anders. Also wirklich, ich muss sagen, an dem ist alles perfekt, das können Sie mir glauben. Hey, ist der besoffen? Er ist gerade einen Tag alt und sieht schon wie ein richtiger kleiner Mensch aus. Da ist alles da. Und alle sagen, er sieht wie ich aus, ja. Hey! Der Doktor sagt, es wäre alles gut gegangen mit Sue und dem Baby, weil ich dabei gewesen bin. Heading for a heartbreak, heading for a heartbreak. I wonder where the whole thing's gonna end. Heading for a heartbreak, as each day goes by, I'm heading for a heartbreak once again. Was meinen Sie, sollen wir ihn beschneiden lassen? Meine Schwester hat das gemacht, aber... Ja, ich weiß nicht. Das hat mich noch keiner bisher gefragt. Ich weiß auch nicht, wenn du mal so ein Messer abrutscht. Das könnte verdammt kritisch werden. Was sagen Sie? Wir sind hier. Oh, gut. Zigarre? Hey, Jerry, es ist ein Junge! Kompliment! Was ist denn nun? Hab ich bestanden? So now I'm left to wonder why these things happen to me. I suppose I've had some good breaks now and then. Somehow I can't help feeling I'm always meant to be. Heading for a heartbreak. Once again, he's gonna break my heart. Heading for a heartbreak. Heading for heartbreak. As each day goes by, I'm heading for a heartbreak once again. Hey, Spunky! Thank you.
mitgebracht. Lass nur, Rosi, das machen wir schon. Danke, Feck, aber ich muss mich langsam dran gewöhnen. Das ist meine erste Ladung und die habe ich auch nur bekommen. Weil dein Vater ein prima Kumpel war. Oh, Mr. Bronco, darf ich Ihnen helfen? Ich muss doch auch lernen, wie man die Kisten verzerrt. Hättest du dir auch kleines Mädchen auch nicht träumen lassen. Rosi, ich habe dich damals am Strand immer noch auf meinen Knien retten lassen. Danke, das Feck. War noch Zeit. Hey, Jungs, jetzt die Kisten hier. Okay, Bronco. Hey, Rosi, komm mal her. Die Kisten da schaffen die Jungs schon allein. Was ist denn, Mr. Feck? Das hier muss auch noch mit. Kannst du es tragen? Ja, sicher. Ich bring's zu meinem Truck rüber. Hallo, Mammy. Tag, Feck. Hey, lass sie ja nicht fallen. Gib mir das mal her. Hier traut mir aber auch keiner was zu. Das ist immer so, wenn man neu irgendwo reinschmeckt. Ich bin Mammy Lil. Ich heiße Rosi. Und ich bin neu hier. Das habe ich gemerkt. Du bist doch Rosi Costello. Ich habe deinen Vater gut gekannt. Ja, ja. Und du hast also jetzt seinen Truck übernommen. Da kann ich nur sagen, Hut ab, oh, Rosi. Oh, Mammy. Hat sie dir schon ein paar Tipps gegeben? Das ist wichtig. Lil weiß vor allem, wie sich ein Mädchen auf der Landstraße wehren. Und das werde ich jetzt. Wer hat es noch gefehlt? Wer hat es noch gefehlt? Herpi. Ja, da kommt mir der Kaffee raus. Herpi, wer ist Herpi? So ein verdammter Kredithai. Sind Sie Miss Costello? Ich bin Al Graves und arbeite für Western Finanz. Das freut mich. Ja, mein Beileid, Miss Costello. Sie haben meinen Vater gekannt? Oh ja. Ja, ich habe ihn gekannt. Kein schlechter Kerl und ein sehr guter Fahrer, aber Tag und Nacht mit seinem Lastwagen auf der Straße, das konnte nicht gut gehen. Er übernahm sich. Ich habe ihn gewarnt. Er hörte nicht auf mich. Würden Sie mir die Schlüssel geben? Die Schlüssel? Die Schlüssel von diesem Lastwagen dort. Er gehört uns. Sie können mir doch den Truck nicht wegnehmen. Er ist gerade beladen. Ich fahre mit ihm nach Brisbane. Ihr Vater war im Rückstand mit den Ratten. 2.000 im Monat. Bezahlen Sie die 2.000 und Sie können den Wagen behalten. $2.000? Woher soll ich $2.000 nehmen? Das ist Ihre Sache. Die Schlüssel. Es muss doch einen Ausweg geben, Mr. Herpy. Graves. Mein Name ist Graves. 3 Tage nur, Mr. Graves. Ich habe meine Verpflichtungen. 2 Tage. Tut mir leid. Oh, bitte. Bitte, Mr. Herpin, nur 2 Tage. Ich habe Ihnen doch gesagt. Tut mir leid. Was gibt's da? Ich weiß nicht warum, aber mir juckt's in den Fingern. Hey, gib ihr eine Chance, Herpin. Lass sie nach Brisbane fahren. Haben Herz, Herpin. Gut, 1 Tag, aber nicht mehr. Warum nicht 2? Ich verliere sowieso schon genug Geld bei dem Geschäft. Danke, Mr. Herpy. Graves, ich bin Ihnen ja so dankbar, wirklich. Morgen Mittag um 12. Wehe, wenn er Nein gesagt hätte. Ich hätte ihm das Fell abgezogen. Vergiss nicht, beim ersten Halt sämtliche Verzerrungen nachzusehen und alle Knoten. Und denk dran, du darfst 80 fahren, keine Meile mehr, sonst hast du gleich ein Blaulicht im Genick. Okay. Dann gute Fahrt und halt die Ohren steif. Danke, werde ich mir merken. Wiedersehen, Honey. Ciao. Weiter nach links! Sie nimmt den Mist!
Taxi? Ja. Wie weit ist nach Brisbane? Es war eben noch hier. Ich gebe dir 10 Sekunden. Ich hatte es hier abgestellt. 8. Max, ich habe dir die Wahrheit gesagt. 5 Sekunden. Ihr müsst mir glauben, Len. 2. Nein. 1. Nein. Irgendwer muss es weggenommen haben. Ich hatte es hier abgestellt gehabt. Ich schwöre dir, es muss hier irgendwo sein und ich werde es finden. Wie käme ich dazu, euch lenken zu wollen? Len, wir sind doch immer gute Freunde gewesen. Ohne euch wäre ich doch aufgeschmissen. Komm doch her. Los. Hallo. Hallo. Stimmt was nicht? Er will nicht mehr. Ah. Wo ist denn der Fahrer? Ich bin der Fahrer. Hm? Du, im Ernst? Ja, es ist mein Truck. Ist ein flotter Schlitten. Danke. Ich glaube, der Vergaser spinnt. Wer spinnt? Ja, ja, der Vergaser. Der muss es sein. Das ist ein Dieselmotor. Was denn sonst? Und du weißt nicht, dass es darin keinen Vergaser gibt? Oh. Dann muss es irgendwas anderes sein. Den Eindruck habe ich auch. Wie wäre es, wenn man mal ein bisschen Sprit einfüllen würde? Sprit? Oh ja! Gotta keep moving, gotta load behind. Heading down the highway, making up lost time. The road is open and we're rolling free. You see, now we're feeling good, we're finally moving. Yes, we're feeling good, we're finally moving. Du singst fantastisch, Gail, das ist wirklich eine Woche. Danke. Sag mal, bist du etwa ein Profi? Hm? Kann man wohl sagen. Deshalb will ich ja nach Brisbane. Ich wünschte, ich könnte singen. Ist doch wunderbar, wenn man Talent hat. Wie ist das eigentlich so als Sängerin? Oh,
Weißt du, das ist eine... Das ist wie alles andere. Hast du einen großen Namen? Bist du berühmt? Ja, so eine Art von... Weißt du, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen zurückgezogen. Ich wollte wieder ein Mensch sein. Ganz einfach ein Freier. Ja, das verstehe ich. Wenn man so wie du berühmt ist. Wenn du erstmal in der Mühle drinsteckst, musst du das tun, was andere von dir wollen. Und nicht mehr das, was du selber willst. Und dann fängst du an mit Rauschgift und du fühlst dich dann immer miserabler. Sieh dir nur Janis Joplin an. Ich glaube, du hast recht, wenn du da nicht viel machst. Ja, genau so ist es. Reist du oft so per Anhalter? Ja, ich hasse es zu fliegen. Oh, ich auch. Ist das nicht ein bisschen schwer für dich, so einen Trakt zu fahren? Nein. Oh nein, es ist ganz leicht. Ist schon in Ordnung, das macht er immer so. Ja. I've got that old hammer down. I've got this big rig rolling and I'm leaving this damn town far behind me. I'm gonna keep moving on. Gonna keep those tires humming. Once I'm long gone. You'll never find me. Got that old hammer down. I've got this big rig rolling and I'm leaving this damn town far behind me. I'm gonna keep moving on. Gonna keep those tires humming. Once I'm long gone, you'll never find me. Once I'm long gone, you'll never find me. You'll never find me. Ich wusste ja gar nicht, dass Trucks so schnell fahren. Ja, aber jetzt zieh die Zügel an und geh auf 80. Hier kann hinter jedem Busch so einer mit Blaulicht rauskommen. Woher weißt du denn das? Sieh mal in den Rückspiegel. Das ist Speedy. Oh. Speedy Norton. Eigentlich heißt er Fred, aber alle sagen Speedy zu ihm, weil er sich aufführt wie Speedy Gonzales. Du weißt doch, der aus der Fernsehserie. Spiel die zerknirschte. Sag nicht, du wärst nicht so schnell gewesen. Tut mir leid. Was? Oh. Wer ist der Halter? Halter, wieso? Wartenbuch. Keine Eintragung. Oh, wissen Sie, das hier ist mein erster Trip. Und ich habe noch gar keine Zeit dazu gehabt. Gib her. Gib schon her. Was ist da drin? Bälle. Gummibälle. Und so viele, wie ich noch nie gesehen habe. Die ganzen Kisten sind voll davon. Und die Kinder spielen so gern damit. Wirklich.
Sie haben in erschwerter Form gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Sie sind über 100 gefahren in einer Zone, in der 80 erlaubt sind. Sie haben die doppelte Mittellinie in einer Kurve überfahren. Nun mach mal halblang, Speedy. Keine Eintragung im Fahrtenbuch. Aber das ist doch mein erster Trip. Sie haben bei Überholmanöver nicht das Blinklicht betätigt und fahren in einer Weise, die den Verkehr gefährdet. Es tut mir ja leid, aber mein Vater ist gestorben. Und meine Mutter ist todkrank. Ich muss heute Abend in Brisbane sein und meine Ladung, die muss abgeliefert werden, sonst kann ich die 2000 nicht an Mr. Herpy zahlen. Und der nimmt mir den Truck weg. Und wir müssen unser Haus verkaufen. Und Mama liegt auf der Straße. Und ich kann keinem mehr in die Augen sehen. Mammy Lil und Zack und Red und Bronco. Und all den anderen, die mir so geholfen haben. Oh, bitte. Ja, ja, hör auf zu weinen. Ist ja schon gut, ich mache keine Anzeige. Aber fahren Sie jetzt nicht wieder wie ein gesenktes Karnickel. Sonst war das Ihr erster Trip und Ihr letzter. Komm, Rosi, wir haben gewonnen. Komm, bevor er sich's anders überlegt. Rosi, das war einsame Spitze. Das verbrate ich in einem meiner Songs. Was war Spitze? Die Show, die du da abgezogen hast mit deiner Mutter, die todkrank da liegt. Und den 2000 Dollar Schulden. Mädchen, du hast Talent. Es ist wahr, was ich... Und mir brauchst du doch nicht. Es ist wirklich alles wahr. Okay, okay. Ich glaub dir ja alles, was du erzählt hast. Aber nun komm, sei ruhig. Ist ja alles gut gegangen. Gail. Ja? Waren Sie grau oder grün? Hm? Was? Seine Augen. Ah. Oh. Soll das ein Überfall sein? Ich habe nur Kabelkisten auf dem Wagen. Wenn ihr bengalische Beleuchtung haben wollt? Aussteigen, Mami. Woher kennst du mich? Was wollt ihr? Den Wagen nehmt ihn euch. Er braucht 4 neue Reifen, neue Bremsbeläge und hat eine Macke im Motor. Außerdem bin ich mit den Raten 2 Monate im Rückstand. Was sagst du nun? Ich schenke ihn dir. Wann sind sie weg von Sydney? Weg? Heute Morgen. Sind Sie von der Polizei? Die Kiste aus Taiwan, wo ist sie? Taiwan, sagen Sie? Jawohl, die aus Taiwan. Ich habe den ganzen Truck voller Kabel. Aus Taiwan ist nichts dabei. Hm. Tut mir leid, dass wir Sie gestört haben. Hm. Seit wann ist die Polizei so höflich? Wiedersehen. Hallo. Hm? Ich könnte Ihnen noch ein paar Sachen zeigen. Hm? Lennart! Später mal. Bitte. In Sydney? Okay, steig einfach ab nochmal. Bin ich hübsch, Gail? Oh, es geht. Mein Gesicht, ich weiß nicht. Oh, und mein Haar. Ja, ich würde es abschneiden. Und wie wär's, wenn du dich liften lässt, du dummes Stück? Rosi! Den Hut ein bisschen in die Stirn. Rosi! Oh, was war das? Oh nein, das darf doch nicht wahr sein.
du jetzt denkst. So? Was denn? Was habe ich mir mit der Niete bloß auf den Hals geladen? Und warum soll ich sowas denken? Weil ich eine Niete bin und am besten keinen Truck fahren sollte. Ja? So was Ähnliches ist mir wirklich in den Sinn gekommen. Ja, ja, ich bin wirklich kein Ass als Trucker. Ich habe meinen Führerschein erst gestern gekriegt. Oh. Naja, damit anfangen muss jeder mal. Komm, Rosi. Wir laden den Schrott wieder auf und dann werden wir weitersehen. Gail! Was denn? Sieh mal her! Sind die nicht goldig? Na, was ist? Nichts. Wenn wir es nicht finden, sind wir tot. Tot? Ja, wie zwei ausgelutschte Austern. Was sind drin? Schnee oder was? Zwei Teddybären. Zwei Teddybären? Mhm. Hm? Oh, na los, worauf wartest du noch? Sauer? Sauer, warum? Wir können ja den einen hinten in die Kuhle legen. Gute Nacht. Was ist? Gehen wir was essen? Willst du den wohl hier drin lassen? Zwei. Tag, Bob. Hi, Gail. Oh, hi. Buddy. Wer ist denn das? Gail? Die ist ein Funs Kumpel. Oh, Gail. Hallo, Jimbers. Dass du uns mal wieder besuchst. Wurde auch Zeit. Hi, hey, Gail. Gehört ihr zwei zusammen? Hi. Komm her zu uns, Gail. Nein, ich bleib hier am Tisch. Das ist wirklich eine Überraschung. Hallo, Gail. Wie war's? Hallo. Du singst uns was? Klar. Wie wird dich, Kleine? Du bist ja ein richtiger Star, Gail. Die sind doch alle begeistert. Hey, Gail, sing uns begeistert doch was. Ist er. Gleich. Siehst ich hab du? Keine Lust zu singen. Komm, Gail, sei kein Frosch und sing uns was. Ich hab heute Geburtstag, Gail. Ja, dann oh, das Lied von Maggie. Ich hol meine Gitarre. Brauchst du nicht. Geh rüber zur Band und wir singen mit. Johnny's Abschied. Kennt ihr doch. Ja. Fertig? Okay. Seid ruhig. Leiser ein bisschen. I thought we were happy, I thought we had it made. I was so glad you'd finally settled down. Till I saw those red lights fading into the night as you headed your rig right out of town. But I'll be all right, don't you worry about me. I may look like I'm but I'm fine as I can be. So don't you go spending no sad sleepless nights, 'cause I'll be alright, I'll be alright. I think you might have warned me, but the last thing I recall, you said we'd be together from now on. So how come I'm alone now? Was it something that I said that made you leave me here all on my own? But I'll be all right. Oh, don't you worry about me. I may look like I'm crying, but I'm fine as I can be. So don't you go spending no sad sleepless nights, 'cause I'll be all right, I'll be all right.
don't seem so bad now, 'cause I'm getting over you. And as long as I keep busy, I'm all right. I'm all right. But it's lonely in the evening when there's nothing much to do. And I cry myself to sleep most every night. Men like their women sweet and pure, soft and gentle and demure. Well, I've always been that way. Everyone knows I'm a hard driving lady. Can't understand why I'm driving men away. One more time. Men like their women soft and sweet, with their hair all nice and neat. That's what mother used to say. Sweet and pure, soft and gentle and demure. Well, I've always been that way. Everyone knows I'm a hard-driving lady. I can't understand why I'm driving men away. I know it can't be me, 'cause I've always been real normal. Starting to think all the men I meet are gay. Danke! Ist sie nicht, Schatz? Nächstes Jahr will ich dich in Nashville sehen, in der Grand Ole Opry. Mein Gott, Speedy Gonzales, Einsatz in San Francisco, Folge 213. Gestern Abend war aber Kansas City Shootout im Fernsehen. Ja, ich weiß, aber Speedy ist perfekt, der Bulle aus San Francisco. Schokoladenshake mit zweimal Zucker, bitte. Ach, bitte können Sie mir helfen. Ich suche nämlich...
In Brisbane dann. Komm, Rosi. Es wird Zeit. Hey, was ist? Hey, Rosi, nun komm doch endlich. Wir müssen weiter. Wir haben doch noch gar nicht. Das holen wir nach. Heute Abend in Brisbane. Wiedersehen, Gail. Wiedersehen. Sehen wir uns heute Abend? Vielleicht. Entschuldigen Sie mich bitte, Officer. Love you as I do. I was lost and lonely till I met you. Now I left. Hast du eigentlich schon eine Ladung für die Rückfahrt? Ich weiß es nicht, wo. Wenn du noch keine hast, dann geh zu George. Der hat eine Disco unten in der Apple Lane. Da kriegst du einen Tipp. Vielen Dank, Mr. Fett. Nicht zu danken. Wiedersehen. Den kenne ich doch auch, den Typ da. Ja, das ist Happy. Ach, der. Hey, musst du denn mitten in der Ausfahrt parken? Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Das war der Truck. Papiere für dich. Okay, Ted, ich komme nächste Woche mit einer Ladung Baumwolle. Wenn die gelagert werden muss, gib uns vorher Bescheid. George, wir sollen nach Emerald. Zieh die Seilwinde mal nach, die werden wir brauchen. Hm? Du bist Bronco? Warum, ja? Du bist gerade von Sydney gekommen. Ja, aber was soll das? Wo ist es? Wo ist was? Die Taiwan-Kiste. Was für eine Taiwan-Kiste? Trucky, nimm das Ding weg! Wir wollen uns doch wie Gentlemen unterhalten und uns keine Schwierigkeiten machen. Du brauchst nur zu sagen, wo die Kiste aus Taiwan ist. Ich möchte dich hier nicht umlegen. Mann, hier sehen noch eine Menge Leute dabei zu und das ist unangenehm. Was soll in der verdammten Taiwan-Kiste denn drin sein? Eine kleine Überraschung. Was denn? Rauschgift oder sowas? Ich hab doch nichts gesagt. Stopp! Stopp, Rosi! Zurück! Zurück! Rechts einschlagen! Vorne mehr nach links! Stopp! Verdammt, halt an! Du nimmst die Bude mit! Fahr wieder vorwärts! Verdammt, fahr vorwärts! Links einschlagen! Warte, Rosi, ich komm! Fahrschule? Oh. Gail, was denn nun? Zurück! Zurück! Halt! Halt! Wieder vorwärts! Vorwärts! Okay! Und jetzt nach rechts! Nach rechts! Nach rechts! Siehst du mich nicht? Wie kann ich dich denn sehen? Im Rückspiegel! Fahr weiter! Vorwärts! Ich fahr zurück!
gemacht. Danke, Gabe. Über die Cornflakes reden wir später. Du bist ein Ass als Tracker. Ja, ja. Ich helfe dir noch abladen und dann bist du mich los. Komm, Gail. Na komm schon, es wird Zeit. Wie schön, dich zu sehen, Ted. Das kostet euch was. Oh. Ladehof. Ja? Nein, die sind noch nicht da. Ich rufe zurück. Hallo, Max? Len? Was macht ihr denn hier in Brisbane? Irgendwas schiefgelaufen? Hier ist eine Liste von Truckern, die heute Morgen aus Sydney abgefahren sind. Stell mal fest, wer hier ist. Ja. Gern. Sucht ihr ihn ganz bestimmt oder ist da was anderes? Sieh nach! Ja, also dann Wiedersehen, Rosie. Wird Zeit für mich. Ja, Wiedersehen. Wann kriegt man schon mal so ein Angebot wie hier in Brisbane? Ja, sicher. Oh, danke fürs Mitnehmen. Ich habe ja Zeit, ich bring dich hin. Nein, 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 Rosie. Ich nehme ein Taxi. Wiedersehen. Und viel Glück. Wiedersehen. Gail? Hm? Du musst Teddy noch auf Wiedersehen sagen. Teddy? Wiedersehen. Wiedersehen, Teddy. Entschuldige. Wiedersehen. Ron, Stuart, und sag mir doch, wonach sucht ihr denn? Lies die Namen bitte. Ja gut, Sullivan, das Bronco. Den brauchen wir nicht. Ach bitte, ich fahre nach Sydney zurück. Haben Sie eine Ladung? Ich bin frei. Nein. Ich könnte sofort abfahren. Ich habe keine Ladung. Jetzt weiter. Ja bitte. Williams, die ist noch nicht da. Das ist Mammy Lil, die kennt ihr doch sicher. Die suchen wir auch nicht. Das ist alles. Außer Costello. Costello ist tot. Herzinfarkt. Ja, Ed Costello. Jetzt fährt seine Tochter den Truck. Oh, Len, halt sie auf! Halt! Len, halt! Idiot! Komm zurück! Wir fahren hinterher! Los, komm! Büro bitte, Rosie Costello. Wäre schön, wenn wir eine Ladung bekämen. Am liebsten wäre mir ja was gut Verpacktes, Kartons oder so. Kann man gut mit umgehen. Aber Kartoffeln und Zwiebeln in Säcken sind auch nicht so schlimm. Oder 20 Tonnen französisches Parfum. Hallo, Westfracht. Oh, hallo. Mein Name ist Rosie Costello. Ich habe meinen Lastwagen hier in Brisbane frei für eine Fracht nach Sydney. Wie alt bist du, Annie? Ich bin 24. Und wie groß? 1,65. Was für eine Haarfarbe? Ich habe dunkles Haar. Aber warum wollen Sie das? Warte. Was? Da sind Sie bei mir aber falsch verbunden. Was sagst du dazu, Teddy? Das ist doch die Höhe. So was würde Speedy nie gesagt haben. Wenn der hier wäre, dann... Du denkst wohl auch, was will die in dem Beruf? Oh, guten Abend. Mein Name ist Rosie Costello. Ich habe meinen Lastwagen hier in Brisbane frei für eine Fracht nach Sydney. Hallo? Hallo? Wenigstens hat er nichts Hässliches zu mir gesagt. Und was jetzt? In der
Abby Lane hat Fett gesagt. Nach Sydney? Ist von hier die Lane runter am Hafen vorbei. So eine Ladung nach Sydney. Ja, die Straße nach Sydney. Hey, Müll! Hey, Eddie, jetzt bin ich dran. Weißt du, Mami Lilly ist nämlich genau meine Kragweite. Maxi! Hier bin ich. Und wo kriege ich jetzt eine Fracht nach Sydney? Ich habe deinen Vater gekannt. Er war ein prima Junge. Nimm dir ein Glas, Rose. Ich will nicht trinken. Was tust du eigentlich hier? Sie haben mir doch gesagt, ich sollte hierher kommen. Wegen der Ladung. Das habe ich gesagt? Ja. Na dann, müssen wir die Sache mal in die Hand nehmen. Trinken wir erst mal einen. Nein, danke, Lil. Ich trinke nicht. Warum denn nicht? Du bist doch jetzt ein richtiger Fernfahrer. Bin ich das? Wirklich? Du hast Charakter, genau wie dein Vater. Hol dir noch Orangensaftfake. Ich bin eigentlich nur wegen der Ladung nach Sydney hier. Ladung? Klar, dass wir dir eine Ladung besorgen, Rose. Ich würde sagen Bananen. Jibbys hat Ananas. Jibbys hat auch Bananen für Sydney. Erdnüsse und Bananen. Und wir helfen dir dann laden. Mach dir keine Sorgen, Rose. Oh, ihr seid wunderbar. Hörst du jetzt? Ladies and Gentlemen, darf ich einen Augenblick um Ruhe bitten? Ja, Ruhe! Ja, für Ihre Zustimmung. Ich danke euch. Und jetzt habe ich eine miserable und eine gute Nachricht für euch. Zuerst bringe ich euch die Miserable, und zwar Query Link von Brain Damage, der Gruppe, die heute Abend hier auftreten sollte, einen Finger gebrochen. Das heißt... Halt doch dein Maul! Ruhe! Das heißt mit anderen Worten, sie können heute Abend nicht auftreten. Klar? Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Es ist Hau ab, doch deine Trickschleuder! Denn wir haben für Brain Damage direkt aus Mexiko hierher geholt... Hör auf, wie mach los! Carmen Gonzalez! Mickey Maus.
Idiot! Ihr erlaubt doch. Nimm aber auch deine beschissene Band mit dir. Mach es! Ich bin stolz auf dich, Rosi. Und das wollen wir jetzt feiern. Wollen wir aufräumen? Pass auf! Das reicht. Hey, du! Wird Zeit, dass wir rauskommen. Komm, gib her. Aber jetzt geh weiter. Warum denn? Wann fährst du nach Sydney zurück? Morgen schon, aber ich brauche noch eine Lage. Wie gesagt, siehst du? Ich habe ein paar gute Beziehungen hier in Brisbane. Bananen wären einfacher gewesen. Ja, aber sei froh, dass wir überhaupt eine Ladung haben. Und nun steh nicht drum, wir haben noch einen weiten Weg. Eine Sängerin wie dich muss man suchen, Gail. Du hast doch alles. Stil, Klasse, einen ganz eigenen Sound. Meinst du das wirklich? Ja, klar meine ich das. Was willst du eigentlich noch hier in Australien? Du gehörst nach Amerika, Nashville, Hollywood. Du hast ein sonniges Gemüt. Ich werde dich managen. Carmen González. Aber auch das muss man können. Sie wollten was Ausgefallenes haben und das haben sie bekommen. War nur das verkehrte Publikum. Gail, du bist ein Prachtstück. Du kannst singen, du kannst in der Halle einen Lastwagen umdrehen, ihn laden und entladen. Und was kann ich? Überhaupt nichts. Rosi, ich bin keine Sängerin. Was denn? Ich bin Trucky. Du bist was? Ich bin eine von euch. Eine Fernfahrerin. Und nun komm, wir wollen ja noch nach Sydney. Willst du nicht lieber fahren? Was? Kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist dein Fall. Also fahr los. Zeig, was du kannst. Und dann mit 18 habe ich einen Trucky geheiratet. Aber der war dauernd unterwegs. Und hatte überall ein paar flotte Bienen. Oh, McGain. Daddy hat mich nie an seinen Wagen rangelassen. Aus Angst, dass ich schmutzig würde. Mami zog mir immer weiße Spitzenkleider an. Ja, und Daddy, der nannte mich dann seine Prinzessin. Mein Daddy nannte mich Bill. Ich wollte immer so sein wie er und auch Fernfahrer werden. Ich habe meinen Casanova dann sitzen lassen und selbst fahren gelernt. Unterwegs habe ich dann überall gesungen, weil es mir Spaß machte. Und alle meine Freunde sagten, du hast eine tolle Stimme, das solltest du ausnutzen. Ja, aber dann bist du ja doch ein Profi. Nein, bin ich nicht. Singen ist ein hartes Brot. Schneller, gib ihm die Spuren. Es war Zeit. Aber die Polizei. Was für eine Polizei? Die gibt es hier nicht um diese Tageszeit. Abgesehen davon hast du ein Rendezvous mit Herbie. Den da habe ich ja ganz vergessen.
denn mit dem? Warum hältst du an? Ich hab vergessen, den mit der Ladung in Brisbane abzuliefern. Oh, vergiss Brisbane. Ich werde ihn zurückbringen. Sag mal, hat bei dir was ausgehackt? Wir haben schon 200 Meilen hinter uns. Um mein Gewissen zu beruhigen, muss ich diesen Bären jetzt zurückbringen. Jetzt hör mir mal zu, mein Abgeschlafftes. Das hier ist ein wertvolles Spielzeug und ich bringe es zurück. Nein, du schickst es mit dem nächsten Tag von Sydney. Ich komme ins Gefängnis. Ich drehe jetzt um. Wenn du jetzt umdrehst, dann fährst du allein zurück. Dann gehe ich zu Fuß weiter. Du kannst mich doch nicht sitzen lassen. Wollen wir wetten? Ich habe langsam genug von dir, du Kindskopf. Du brauchst keinen Beifahrer, du brauchst einen Babysitter. Okay, Gail. Ich fahre nicht nach Brisbane. Ich schicke den Bär aus Sydney zurück. Gail, bitte. Was soll ich denn ohne dich machen, Gail? Ich bin aufgeschmissen. Oh, wo bin ich da bloß reingeraten? Aber dann bezahlst du mich. Bezahlen? Ja, nach dem Tarif als Beifahrer. Wie viel ist denn das? 20% vom Reingewinn. Gut, ja. Und du tust, was ich dir sage. Ohne Widerwort und ohne jedes Gejammere. Aber es ist mein Wagen. Wie du willst. Okay, einverstanden. Und von jetzt an fahre ich. Geh auf den Beifahrersitz. Das Monster verschwindet. Nein, Gail, das kannst du nicht machen. Ach, Gail, das ist gemein. Halt den Mund. Soll ich dir mal was sagen, Rosie? Ich hasse die Highways. Und ich hasse die Trucks. Hört mal alle her. Hier ist Gail. Zurück in alter Frische auf Kanal 4. Und jetzt spitzt die Ohren, Jungs. Ich sing euch unseren Truckies-Song, den ihr jetzt schon lange nicht mehr gehört habt. Und legt euch ein paar Taschentücher zurecht, denn die Tränen werden fließen. A Truckie, he stood sad and lonely. With a sad Truckie's tear in his eye. He was so broken-hearted, his truck had departed, and his voice shook with grief as he cried. Sing mit, was war mit unserem Truckie? Took you to the bay bridge in the sky. That old trucks have to die. Sing it again, fellas. They took you to that way bridge in the sky. They took you to that way bridge way up high. Come on, mama. The whole thing brought a teardrop to my eye. When they took you to that way bridge in the sky. Entschuldigen Sie,
Haben Sie vielleicht einen blau-weißen Louisville JSY? Was wollt ihr mit meinem Teddy? Hey, gib mir meinen Teddy zurück! Das sag ich meinem Vati! Messer! Daddy! Daddy, die Männer da haben mein Pferd gestohlen! Welche Männer? Die da hinten! Na warte! Es muss darin sein. Es ist in dem anderen. Verdammt nochmal, was habt ihr da gemacht? Wo hast du den? Es ist vom Lastwagen gefallen. Und wo ist der andere Bär? Was denn für ein anderer Bär? Ich hatte dich ja ganz vergessen. Oh, schmeiß das Vieh raus. Teddybären bedeuten mir sehr viel. Sie waren mein liebstes Spielzeug. Gehen wir jetzt essen? Oh, jetzt kommt er auch noch. Also den Schrottwagen kannst du kaufen. Der ist noch ganz gut im Schuss. Kannst du mal in der Werkstatt nachfragen. Aber ich habe gesehen, wie der Alte weggefahren ist. Mit Affenzahn, sag ich dir. Und da drüben, da hat er ein Schild mitgenommen. Tut mir leid, meine Liebe. Der Tag ist um. Bitte, Mr. Happy. Graves. Oh, Mr. Graves. Wir mussten ein wenig warten im Ladehof von Brisbane. Aber heute Nacht sind wir ja wieder in Sydney mit der neuen Ladung. Und wenn wir die abgeliefert haben... Es tut mir mehr weh als Ihnen. Bitte steigen Sie aus. Oh, das Schwein! Der Halsabschneider. Nein! Lass die Schlüssel stecken! So, das wär's dann. Du widerliche Filzlaus! Soll ich die Polizei rufen? Gib mir das Mistvieh! Du Blutsauger! Dir werd ich zeigen, wie man bei uns mit stinkenden Ratten wie du eine bist umgeht! Der arme Mann. Vielleicht tut es ihm wirklich leid. Oh. Rosie, irgendwann bring ich dich um. Wenn du nicht mehr kannst, dann sag es. Auch das noch. Hat uns gerade noch gefehlt. Oh, Speedy. Oh, willst du mir mal sagen, was das soll? Wo waren Sie, als wir Ihre Hilfe brauchten? Wo waren Sie, als man mir meinen Wagen weggenommen hat? Hä? Sie mit Ihrem Angebermotorrad. Dieser lächerlichen Pistole und dieser albernen Uniform. Wo waren Sie, als wir Ihre Hilfe brauchten? Wo waren Sie da? Sie sind genau wie alle Männer, geben an und scharwenzeln herum. Aber wenn man sie braucht, wenn es hart auf hart geht, wo seid ihr Brüder dann? Dann seid ihr von der Bildfläche verschwunden. Was? Und ich habe meinen Wagen verloren und ich kann nie wieder meiner Mama in die Augen sehen. Und ich muss wieder im Kindergarten arbeiten und ich werde niemals ein richtiger Fernfahrer. Geh, hau ab! Fahr irgendwo hin, ich will dich nie mehr sehen. Fahr! Mach, dass du wegkommst, habe ich gesagt. Rosie. Traum eben zu Ende. Wenigstens bin ich für ein paar Tage mal Fernfahrer gewesen. Daddy würde sich gefreut haben. Aber da hilft nichts. Ich habe versagt. Red dir doch nichts ein. Das bist du nicht schuld gewesen. Ich kann so nicht zu meiner Mami zurück. Ich kann ihr nicht in die Augen sehen. Nun fang nicht an zu jammern, Rosie. Zuerst mal schaffen wir uns das Monster hier vom Hals. Nein! Nein! Das ist
ist doch viel zu schwer, um es dauernd mit rumzuschleppen. Aber er bringt mir Glück, gell? Davon habe ich bisher noch nichts gemerkt. Und ich tue ihm ja nicht weh. Ich will ihn nur zurück. Los sein. Komm, Rosi. Oh. Rosi! Das sind ja... Da mal nach, auf dem Fahrersitz. Nichts. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Kennen Sie den Fahrer von diesem Lastwagen? Der ist im Restaurant, ein mieser Typ. Können Sie gar nicht verfehlen. Brille, Karl, ich glaube, er ist Graves. Ja, danke, komm, Mann. Die Trakis nennen ihn alle Herpi. Sie wissen doch, was eine Herpes ist. 93, 94, 95, 6, 7, 98, 99, 100. Das sind 600.000. Rosi, das muss mindestens eine Million Dollar sein. Komm schon. Schmeiß ihn weg. Wiedersehen. Da sein. Da ist er. Er wird Augen machen. Fischaugen. Mr. Herpy, wir haben Sie schon überall gesucht. Und wir haben Ihnen auch was mitgebracht. Hier sind die 2000 Dollar, die ich Ihnen schulde. Und jetzt möchte ich meinen Truck zurückhaben. Die Schlüssel bitte. Geld will nicht weh. Er sieht schrecklich aus. Verdammt, wo hat er sie nur? Oh, ich hab sie. Komm, Rosi. Aber Geller sieht wirklich schrecklich aus. Wir haben eine Ladung abzuliefern. Komm. Viel haben wir nicht davon genommen. Wovon? Von dem Geld. Ja, was sind schon 2000? Ein bisschen könnten wir ja noch nicht. Ja, ein bisschen noch als Finderlohn. Ja, für die Stromrechnung, Telefon und die Raten für die Waschmaschine. Ja. Ich brauche eine neue Wohnung und, weißt du, alles, was so dazugehört. Eigentlich könnten wir dann mal eine Woche Urlaub machen. Barriereriff mit einem Boot. Oder mit einem Flugzeug nach Tahiti. Oder Bali. Bali. Ich wollte ja immer mal nach Bali. Warst du schon mal da? Rosi, wir fahren dahin. Können wir uns ja jetzt leisten. Können wir? Ja klar, wir können uns alles leisten.
bitte eine Frage. Haben Sie vielleicht zwei Mädchen gesehen, die per Anhalter reisen mit einem Panda-Bär? Nein, mit dem Hund war einer unterwegs. Vielen Dank. Fahr weiter, Len. Zu, macht schon. Warum hast du es so eilig? Mr. Herpy ist nicht mehr da. Ist eben eine alte Gewohnheit bei Truckern. Die denken nur daran, dass sie ankommen müssen. Und dann geben sie Gas. Und sind dauernd in Stress. Aber unsere Gail ist gar nicht so wild. Sie tut nur so. Wenn dem anderen, den wir weggeworfen haben, noch 1 Million Dollar war? Ich sag dir, Rosi, ich würde mir in den Hintern beißen. Eine Million ist genug. Hey, kommt schon! Mach doch Platz! Wurde auch bald Zeit. Vielen Dank. Die sehen auch so gestresst aus. Vielleicht einen langweiligen Tag im Büro hinter sich. Halte sie doch ein bisschen auf. Ihr beiden, warum macht ihr so traurige Gesichter? Hallo! Max! Wiedersehen! Halt! Hinterher! Los, Mann! Thank you.
das und was hat er gewollt? Weiß ich nicht, aber jetzt machen wir, dass wir wegkommen. Suchst du was da unten? Moment, ich rauf, ich möchte weiter. Sagen Fred zu mir.
langsam wirklich die Schnauze voll. Zähle ich für die überhaupt noch? Nein! Wer hat denn die Gangster observiert? Wer hat den Trab wieder zum Halten gebracht? Auf wen ist denn geschossen worden? Nicht mal Dankeschön hat sie gesagt. Nichts, gar nichts. Dabei hätte ich draufgehen können. Wäre ihr doch egal gewesen. Du bist 120 gefahren, wo nur 80 erlaubt sind. Ja, Fred. Oh. Du bist ausgeschert, ohne den Blinker zu benutzen. Ja. Oh. Du hast die doppelte Linie überfahren. Hast auf einer Kreuzung die Vorfahrt nicht beachtet. Ja. Oh ja. Dadurch hast du den Verkehr schwer behindert. Nein! Nein! $995.000. Das sind 5.000 weniger als im Jahr. 5.000 weniger. Noch 4.000. Hm? 4.000 fehlen noch. Was? Das war alles. Ich hab nichts mehr. Wo könnten dann noch die restlichen 2.000 sein? Glaubst du etwa... Ich könnte dich ja durchsuchen. Hä? Oh. Oh. Hey, es war nicht mehr da. Wollen wir das nicht alles noch mal in Ruhe besprechen, bevor das Geld so einfach im Tresor verschwindet? Ist doch gewissermaßen eine Fundsache, an der wir drei beteiligt sind. Wir trinken jetzt erstmal ein Bier zusammen und dann sehen wir weiter, hm? Ja! Ja! 2.000 hat doch dieser Mr. Harpy. Hm? Willst du damit sagen, der... Wie habe ich diesen miesen Typ nur vergessen können? Also der hat sie... Ja! Der hat sie, habt ihr das gehört? Eines Tages, das sage ich euch, eines Tages, da bringe ich sie um! Mit dir rede ich nicht mehr. Er hat mir seine Sonnenbrille geschenkt. Mehr nicht? Er war so lieb. Oh. Von all den tausenden Polizisten, die es gibt, läuft uns ausgerechnet der immer über den Weg. Seine Augen sind grün. Und wenn sie modisch kariert oder safrangelb werden, ich würde nicht drauf reinfallen. Ich will dir mal was sagen, Rosi. Ihr zwei habt einander verdient. Ihr seid von derselben Sorte. Ihr solltet so bald heiraten, wie ihr könnt, und dann eine Familie von lauter kleinen Spinnern in die Welt setzen. Spinnern? Oh. Das darf doch nicht wahr sein. Doch, er hat mir 500 abgezogen, weil die paar Fässer fehlen. Die werde ich mir zur Brust nehmen. Nein, dann lass das lieber. Da können wir uns für den Schaden haftbar machen. Immerhin haben wir ja noch was übrig behalten. Und wir können doch gleich hier wieder eine Fracht kriegen. Was wir in der Hand haben, ist reiner Gewinn. Ich verstehe immer wir. Was habe ich denn damit zu tun? Das ist dein Truck. Ich bin da bloß als Hitchhiker reingeraten. Willst du mich sitzen lassen? Sitzen lassen ist ein dummes Wort. Sieh mal, ich muss mein Glück woanders versuchen. Ich möchte singen und davon leben können. Danke für alles, Rosi. Gail, hier dein Anteil. Den behalt mal. Glaub mir, du brauchst jeden Cent. Gail? Ja? Wiedersehen. Ja. Wiedersehen.
Guten Tag. Was wollen Sie denn hier? Hallo, Mr. Graves. Ich möchte meinen Wagen wieder haben. Das Geld haben Sie doch bekommen. Das hat jetzt die Polizei. Es war gestohlen. Oh. Die Schlüssel, bitte. Hier. $1,500. Sie schulden mir 2.000. Geben Sie mir die Schlüssel, bitte. Das ist alles, was ich habe, Mr. Herpy. Hey, wie viel kriegen Sie noch, Herpy? 500? Hier, ein Scheck. Geld. Ich werde schon mit ihm klarkommen. Mr. Herpy wartet bestimmt noch eine Woche oder zwei. Graves. Mein Name ist Graves. Oh ja, Mr. Graves. Sie warten doch bestimmt noch ein oder zwei Wochen. Nein. Ihren Namen und Ihre Adresse bitte auf die Rückseite. Wollen Sie meine Telefonnummer nicht auch haben? So, und jetzt verschwinden Sie. Wir sehen uns wieder im nächsten Monat. Danke. Du brauchst mir nicht zu danken. Ich habe keinen Cent auf meinem Konto.